Franziskus, der falsche Papst. Ist er wirklich der rechtmäßige Nachfolger von Benedikt dem 16. oder ist Franziskus etwa der falsche Papst? Oh shit, wird mystisch hier, Freunde, ja? Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community, ich küsse eure Zirbeldrüsen und zwar gehen wir in eine weitere Recherche rein. Das Video heißt, das ist ein wildes Ding jetzt hier, Franziskus, der falsche Papst. Miese Papstrecherche heute, meine lieben Freunde. Ja, über den Papst haben wir uns ja schon einiges reingezogen, über den Vatikan generell und über dieses ganze teuflische Thema da. Weil für mich ist das Papstding und das Vatikan-Thema auf jeden Fall kein göttliches Thema, sondern eher ein teuflisches Thema. Da gehen wir jetzt auch heute wieder rein. Lasst euch nicht unterkriegen, meine lieben Freunde. Glaubt daran, dass alles gut wird und alles wird gut werden. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentarchen, abonniert den Kanal. Ich liebe euch. Los geht's. Papstin, man, da. Gib mir die Papsti-Vibes, Bro. Papsti! Sie dürfen das nachholen, dafür haben Sie ihn jetzt schon bei uns gesehen. Und die Zuschauer zu Hause sind auch ganz gespannt, wie gleich der erste Auftritt und vor allen Dingen dann auch die Ansprache des neuen Papstes, des Oberhauptes der katholischen Christen, des obersten Brückenbauers, des Bischofs von Rom, des Stellvertreter Christi auf Erden vonstatten gehen wird. Der neue Papst, Franziskus. Der Stellvertreter Christi auf Erden. Dass es sowas überhaupt gibt, ist schon 2013. Unlogisch. Benedikt der 16. ist zurückgetreten. Es lebe der neue Papst, Franziskus der 1. Er passt in die Zeit. Zum ersten Mal benennt sich ein Papst nach dem Armutsprediger Franz von Assisi. Franz von Assisi, okay. Franz der Erste soll die katholische Kirche in ein neues Zeitalter führen. Nach dem Motto, ich besitze nichts, aber ich werde glücklich sein. Ich besitze nichts und ich werde glücklich sein. Das kommt mir, dieser Satz kommt mir irgendwie bekannt vor, Digga. Gibt es nicht den einen oder anderen Konsorten, der immer so eine Versammlung in der Schweiz hat, wo ganz viele reiche, mächtige Menschen sich zusammentun und Dinge besprechen über die Welt so? Hat der nicht auch sowas mal in seinem Buch geschrieben? Wie heißt er nochmal? Ich weiß, wie er heißt, aber ich will es von euch hören. So, schreibt es mal in die Kommentare rein bei YouTube. Aber darf er das? Ist er wirklich der rechtmäßige Nachfolger von Benedikt dem 16. oder ist Franziskus etwa der falsche Papst? Oh shit, wird mystisch hier, Freunde, ja? Der Papst, Nachfolger des Apostels Petrus, Bischof von Rom und Gottes Stellvertreter auf Erden. Gottes Stellvertreter auf Erden. Ein so ein Typ, der sich voll umwickelt mit Gold und in einem der reichsten Staaten der Welt lebt. So. Der soll jetzt der Vertreter von Gott sein, oder was? Come on, bro. Seit ungefähr 1700 Jahren. Überhaupt, dass ein Mensch die Vertretung von Gott sein soll, ist so weit weg von Göttlichem, das ist so weit weg von der Realität und der Wahrheit, so. Ne? Und es soll auch dafür sorgen, dass wir nicht verstehen, dass wir alle was Göttliches in uns tragen. Und dass wir daran glauben, dass es sowas wie eine Hierarchie bei dem Thema gibt und dass einer mehr göttlich ist als der andere. Weil er sich mit Gold umhüllt da irgendwo hinstellt und sagt, hier, ich bin der G. So. Herrschten knapp 300 Päpste über die Christenheit und später über die Katholiken. Nur ganz wenige Pontifexe waren keine Italiener. Deutscher im heutigen Sinne war nur einer, Benedikt der 16., Franziskus Vorgänger. Von 2005 bis 2013 war er das geistliche Oberhaupt von 1,4 Millionen. Krass. Germany did, man. Katholiken. Und nun betritt Benedikt der 16. den Balkon. Ah jo, den kenne ich noch. Es war eine Amtszeit am Scheideweg der katholischen Kirche. Die Kardinäle hatten Benedikt 2005 deshalb mit... Man hat es auch reingezogen, ne? Ich habe das früher reingezogen. Man hat es geguckt, so wie Fußball-WM oder so. ...im klaren Kampfauftrag gewählt. Nämlich die katholische Kirche zu retten und letztlich die Welt. Es war mehr als eine leere Floskel, als Benedikt nach seiner Wahl vor mehreren hunderttausend Gläubigen auf dem Petersplatz
von einem unerhörten Auftrag sprach, der doch alles menschliche Vermögen überschreitet. Wie war, es war der vermutlich letzte Aufstand der katholischen Kirche und eines großen Deutschen gegen die Transformation des Menschen und der Welt. Bevor Papst Franziskus kam. Je Doppelkinn. Sieht aus wie der von Family Guy, der Daddy, alle. Sorry. Mit Papst Franziskus ergriffen die Jesuiten die Macht im Vatikan. Zum ersten Male wurde ein Angehöriger dieses berüchtigten Geheimordens Pontifex. Die Jesuiten verehren die Besitzlosigkeit und den armen Prediger Franz von Assisi. Jesuitenrecherche, da könnte man auch mal reingehen. Ich bin da nicht so im Thema, wenn ich ehrlich bin. Du sollst nichts besitzen und du wirst glücklich sein. 1976 ging der Geheimorden der Illuminaten aus den Jesuiten hervor. Ah, okay. Wegen Konspiration und Weißhaupt, Digga, Germany. Krass. Abung der Nationalstaaten wurden die Jesuiten in ihrer Geschichte immer wieder verboten, zum Beispiel in Frankreich, Spanien, Portugal, Norwegen, Schweiz und in Deutschland. Oh shit. Aus der Sicht der globalen Eliten widersprach die Wahl des Deutschen 2005 erstens dem hybriden Krieg und der Vernichtung Deutschlands. Ein deutscher Papst, der 1,4 Milliarden Katholikenvorstand war, für sie das falsche Signal. Zitat: Ein Papst hat eine fundamentale Rolle in der Politik der gesamten Welt. Man denke an Johannes Pauls II. Rolle beim Zusammenbruch des Kommunismus, sagte der bekannte Papstexperte Angelo Giorgiani, früher Unterstaatssekretär für Justiz in Italien. Der Papst ist ein politischer Führer mit Einfluss auf 1 Milliarde Menschen. Er beeinflusst stark die internationale Politik. Und zweitens widersprach die Wahl Benedikts der geplanten Umgestaltung des Menschen. Oh shit, der Aluhut flattert, Freunde, merkt ihr? Zitat: Kritiker beklagen einen Stillstand der katholischen Kirche während seines Pontifikats, meinte denn auch der Deutschlandfunk. Richtig, denn das waren sowohl sein Ansinnen als auch sein Auftrag, die schleichende Umgestaltung der Kirche und des Menschen zu verhindern. Ich weiß nicht, Digga. Also, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich glaube, Vatikan, Papst, Kirche, diese ganzen Geschichten wurden leider schon immer unterwandert und genutzt für... nicht für die Menschen positive Agendas, wenn ich das mal so sagen darf an der Stelle. Also dass er gesagt quasi, dass der alte Papst, der deutsche Papst dafür da war, alles zu retten und gegen diese transhumanistische Agenda quasi sich zu stellen. Und der dann ausgetauscht wurde mit dem anderen Cousin, mit diesem Franziskus, der dann das weiter vorangetrieben hat. Stemmte sich gegen eine Modernisierung der Kirche, was ihm viel Kritik einbrachte, so die Süddeutsche Zeitung. Zitat: Bald war er als Großinquisitor verschrien und lenkte die Kirche eher zurück als nach vorn. Beklagte sich auch der Deutschlandfunk. Benedikt krass. Bekämpfte die linke krass. Okay, aber vielleicht hat er wirklich Theologie, betrieb den Aufstieg der deutschen Bischöfe aus der Schwangerschaftskonfliktberatung, vertrat eine rigide Sexualmoral und stemmte sich gegen Reformen. Finde ich eigentlich eine gute Sache. Worin die erwähnte Modernisierung und diese Reformen bestehen sollten, wurde in der Zwischenzeit klar erkennbar. Freigabe von Schwangerschaftsabbrüchen. Nee, Digga, fühle ich nicht. Abtreibung sollte grundsätzlich nicht legal sein, meiner Meinung nach. Ja, ist ein kontroverser Take. Denken und fühlen viele wahrscheinlich anders so, aber ich stehe dahinter. Anerkennung von Homosexualität und... Das sollte auch verboten sein. Ehen. Also nicht Homosexualität, aber so vor kleinen Kindern rumzuspringen.
Weißt du, wie ich meine? Guck's dir an. Auflösung der Familie und von Männer- und Frauenrollen. No. Auslieferung der Kinder an staatliche Strukturen und anderes mehr. La Familia ist eine Institution intermedia entre el individuo y la sociedad y nada la puede suplir totalmente. Ella misma. Ella misma se apoya sobre todo en una profunda relación interpersonal entre el esposo y la esposa, sostenida por el afecto y comprensión mutua. Das heißt, Benedikt kämpfte an vielen Fronten und er verlor. Nachdem ich wiederholt mein Gewissen vor Gott geprüft habe, bin ich zur Gewissheit gelangt, dass meine Kräfte... Krass, aber ist er selbst zurückgetreten? ...infolge des vorgerückten Alters nicht mehr geeignet sind, um in angemessener Weise den Petrusdienst auszuüben. Im Bewusstsein des Ernstes dieses Aktes erkläre ich daher mit voller Freiheit auf das Amt des Bischofs von Rom, des Nachfolgers Petri, das mir durch die Hände der Kardinäle am 19. April 2005 anvertraut wurde, zu verzichten. Aber noch 2018, an seinem 91. Geburtstag und mehrere Jahre nach seinem Rücktritt, stellte eine Delegation aus Deutschland fest, Benedikt sei bei äußerst guter Gesundheit. Also der hat da eben auf jeden Fall stabiler geredet als Joe Biden bei seinen Reden und der ist amerikanischer, also US-amerikanischer Präsident. Jahre nach seinem Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen. Die Sensation war perfekt. Seit 729 Jahren hatte dies kein Papst mehr getan. Normalerweise werden Päpste nur von Gott persönlich aus dem Amt entlassen, nämlich durch den Tod. So war das nunmehr 729 Jahre lang gewesen, seitdem Papst Kolestin V. Haben sie den ausgetauscht, wa? 594 auf sein Amt verzichtet hatte. Zitat. Päpste treten nicht zurück, sie sterben im Amt. Schrieben selbst die Vatikan-News. Das war ungeschriebenes Gesetz in der katholischen Kirche bis zu jenem 11. Februar vor 10 Jahren, als der deutsche Papst Benedikt der 16. es mit Mut und Demut brach. Nun, heftig. Ja, ein ungeschriebenes Gesetz, das kann man natürlich auch einmal außer Acht lassen. Alle fanden das denn auch ganz in Ordnung. Joaquin Navarro Valls war 22 Jahre lang Sprecher des Vatikans. Bisher war es meist so, dass ein Papst nicht zurücktritt. Aber wer hat gesagt, dass dies eine Unmöglichkeit ist? Das ist eine historische Vorgabe, aber keine juristische. Denn das Kirchenrecht sieht genau das vor, dass ein Papst auch von seinem Amt zurücktreten kann. Und auch bei Wikipedia kann man lesen, der Amtsverzicht sei im Kanon 332 Paragraph 2 des Codex Juris Canonici ausdrücklich erwähnt und geregelt. Ein Papst kann jederzeit von seinem Amt zurücktreten, sofern dies freiwillig geschieht und hinreichend bekannt gemacht wird. Zitat Ende. Tatsächlich heißt es wörtlich in Kanon 332 Paragraph 2, falls der Papst auf sein Amt verzichten sollte, ist zur Gültigkeit verlangt, dass der Verzicht frei geschieht und hinreichend kundgemacht, nicht jedoch, dass er von irgendwem angenommen wird. Okay. Dies wird unisono als die Rechtsgrundlage des Papstrücktrittes angesehen. Pontifex, in Wirklichkeit ist das aber ein Betrug. Denn, wer hätte das gedacht, über Paragraph 2 befindet sich ja noch ein Paragraph 1, von dem jedoch erstaunlicherweise niemand redete, obwohl man ihn ja schwerlich übersehen kann. Darin geht es nicht um den Rücktritt, sondern um die Wahl eines Papstes. Zitat. Volle und höchste Gewalt in der Kirche erhält der Papst durch die Annahme der rechtmäßig erfolgten Wahl zusammen mit der Bischofsweihe. Deshalb besitzt ein zum Papst Gewählter, der schon die Bischofsweihe empfangen hat, diese Gewalt vom Augenblick der Wahlannahme an. Erst dann folgt Paragraph 2. Falls der Papst auf sein Amt verzichten sollte, ist zur Gültigkeit verlangt, dass der Verzicht frei geschieht und hinreichend kundgemacht, nicht jedoch, dass er von irgendwem angenommen wird. Daraus ergibt sich, wie jeder frisch Gewählte kann auch ein zum Papst gewählter Kardinal die Wahl annehmen oder ablehnen,
oder wie es in Kanon 332 Paragraph 2 heißt, auf das Amt verzichten. Aber, und das ist der entscheidende Unterschied, ein Papst, der die Wahl einmal angenommen hat, kann nicht auf das Amt verzichten, sondern nur von Gott abberufen werden. In Kanon 332 Paragraph 2 heißt Amtsverzicht also Verzicht auf das angebotene und nicht auf das ausgeübte Amt. Der Amtsverzicht, um den es in Kanon 332 Paragraph 2 geht, ist kein Rücktritt, sondern eine Ablehnung des Papstamtes. Ein weiterer Beleg für diese Auffassung besteht darin, dass das Kirchenrecht keinerlei Regelungen für einen zurückgetretenen Papst vorsieht. Zitat: Weder ist geregelt, ob er weiterhin seinen Papstnamen verwenden darf. Okay, tamam. Also seine These ist quasi, dass der deutsche Papst rausgedrückt wurde, um den neuen Papst zu installieren, den Franziskus, damit er dann diese teuflische Agenda quasi vorantreibt. Und der Papst vorher soll angeblich dagegen gewesen sein. Ich muss mir jetzt auch nicht hier diese ganzen Paragraphen und so reinziehen. Wird das hier nochmal interessant jetzt? Welchen Titel er tragen wird, wo er seinen Wohnsitz nehmen und wie sein Unterhalt gesichert werden soll. Sprich, einen zurückgetretenen Pontifex gibt es im Kirchenrecht gar nicht. Selbst schwerstkranke Päpste sahen über 700 Jahre lang keinen anderen Ausweg, als bis zum bitteren Ende am Petrusstab festzuhalten. Okay, das ist schon weird auf jeden Fall. Das ist schon eine komische Geschichte. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, ich glaube nicht, dass der Papst vorher dann so der göttliche Bruder war, der eigentlich alles gut machen wollte. So, wie gesagt, Vatikan, ganz schwierige Nummer. Sie saßen in der Falle des kanonischen Rechts, demzufolge das Papstamt eine Sackgasse ist, aus der man rückwärts nicht mehr herauskommt, sondern nur vorwärts, über Gott und den Tod. Und das musste selbstverständlich auch Benedikt wissen. Der Rücktritt war also nur durch einen Taschenspielertrick möglich, nämlich indem Kanon 332, Paragraph 2, bewusst missverstanden und zweckentfremdet wurde. Aus einer Bestimmung über die Annahme oder Ablehnung der Wahl zum Papst wurde eine Bestimmung über einen Rücktritt gemacht. Und alle spielten mit, auch Benedikt. Rein rechtlich bedeutet das aber, dass Papst Benedikt nie wirksam auf sein Amt verzichten und Kardinal Bergoglio alias Franziskus das Amt nie wirksam antreten konnte und unrechtmäßig auf dem Stuhle Petri sitzt. Zitat: Aha. Fest davon überzeugt, dass Benedikt des 16. Verzicht auf das Papstamt null und nichtig ist. Ein echter Cocktail der Rechtsunwirksamkeit, der erst im Laufe der Zeit entdeckt werden soll. So der frühere Unterstaatssekretär für Justiz und übrigens Mafiabekämpfer Angelo Giorgiani. Es existiert nur ein Papst, Benedikt der 16. Bergoglio ist ein weiß gekleideter Kardinal, ein Komplize der neuen Weltordnung, sagte Giorgiani 2021 in einem krass Interview. Aber wie war es eigentlich dazu gekommen? Just ein Jahr vor Benedikts Rücktritt machte das Gerücht von einem Komplott gegen den Papst die Runde. So schrieb die italienische Zeitung Il Fatto Quotidiano im Januar... Il Fatto Quotidiano? 2012 habe Papst Benedikt Kenntnis von einem Geheimpapier erhalten, in dem von seiner Ermordung die Rede sei. Das Papier enthält ein Protokoll... Dr. Zelenk, du bist ein bisschen aggressiv unterwegs, ne? Habe ich das Gefühl, Bro. Calm down, man. Mal eine Meditation anschmeißen oder so, würde ich dir empfehlen. Oder mal heiliges Holz kaufen. Aussagen von Kardinal Paolo Romeo bei einem Besuch in China, der wohl nicht davon ausging, dass seine Äußerungen in den Vatikan Zitat: Kardinal Romeo verkündete selbstsicher, so als wenn er dies genau wisse, dass der Heilige Vater nur noch 12 Monate leben werde. Er prophezeite bei seinen Gesprächen in China den Tod von Papst Benedikt dem 16. innerhalb der nächsten 12 Monate. Das wäre dann also Anfang 2013 gewesen, also exakt zum Zeitpunkt seines Pseudorücktritts am 11. Februar 2013. Weiter heißt es in dem Protokoll, Zitat: Die Aussagen des Kardinals waren als möglicher Wissensträger eines Mordkomplotts so selbstsicher und konsequent vorgetragen, dass seine Gesprächspartner China aufgeschreckt annahmen, dass auf den Heiligen Vater ein ernstzunehmender Anschlag geplant ist. Ein Mordkomplott gegen den Papst? Wie albern. Keineswegs, schließlich wurden möglicherweise beide Vorgänger Benedikts Ziel von Mordanschlägen. Johannes Paul I. Nach nur 33 Tagen im Amt starb der nur 65-Jährige an einem plötzlichen Herzversagen. Der Autor David Yellow hat zahlreich... Was sagt ihr, Freunde, Digga? Ich find's gerade nicht mehr so wirklich interessant, wenn ich ehrlich bin, ja? Drinbleiben oder rausgehen, Digga? Eins für drinbleiben, zwei für rausgehen. Wird's hier nochmal interessant? Ich hab eigentlich... Ich habe so den Sinn vom Video jetzt eigentlich schon verstanden. Irgendwie gibt es da keine richtigen Informationen gerade mehr, oder? Kommt mir das nur so vor. Seht ihr genauso, sagst du? Also es geht im Endeffekt nur darum, dass der ausgetauscht wurde und dass der Neue hier jetzt hier New World Order mäßig unterwegs ist. Ja, alles gut, Bro.
Ich bin soweit bedient, wenn ich das so sagen darf. Wir werden es trotzdem hochladen auf YouTube. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Liebe geht raus an die Community. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Wie gesagt, Vatikan, Papst, schwierig für mich. Hat nicht wirklich was mit was Göttlichem zu tun, meiner Meinung nach. Aber da soll sich jeder seine eigene Meinung bilden. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out.